Eine goldene Badewanne sucht man hier vergebens. Der neu ernannte Bischof Peter Kohlgraf gestattet Medienvertretern private Einblicke in sein neues Zuhause. Man kann es ja offen sagen, also seit dieser Limburger Geschichte, das habe ich auch in Partenheim oder in meinen Gemeinden erlebt. Das war für viele Leute oft so die erste Frage. Manchmal so ein bisschen ironisch dann formuliert, na, hast du auch eine goldene Badewanne und so. Ist natürlich Quatsch, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was Leute offenbar beschäftigt. Und das finde ich auch so spannend, wenn man so Facebook-Kommentare, Kirche, Geld, ist ja immer ein heikles Thema, das wissen Sie ja auch, ist relativ schnell auch berechtigt oder unberechtigt auch der Verdacht im Raum, da wird nicht offen mit den Sachen umgegangen. Ich glaube, das ist ein Element, das man zeigt, also eigentlich gibt es nichts zu verbergen. Ich kann kochen, ja. Was machen Sie denn? Pizza, nein. Ich teste eigentlich relativ viel. Mir kann zum Beispiel passieren, dass ich auf dem Markt irgendein Gemüse sehe und sage, das interessiert mich mal, wie man das macht. Und dann kann man ja im Internet relativ schnell gucken, was man damit machen kann. Im Schlafzimmer, denke ich, das muss die Öffentlichkeit nicht sehen. Weil ein Bischofsbett auch nicht anders aussieht als jedes andere Bilderbuch. Also schlafe nicht auf dem Nagelbrett. Stolz präsentiert er sein Lieblingseinrichtungsstück, den Flügel. Wie oft kommen Sie denn noch zum Spielen? Immer wenn Journalisten da sind. Das wird sich zeigen, keine Ahnung.